herzlich willkommen im Bioenergielandkreis Cochem-Zell. Für uns ist Natur reinste Energie. Unser Landkreis ist geprägt durch seine drei Landschaften, Eifel, Mosel und Hunsrück. Der Erhalt unserer einmaligen Kulturlandschaft ist eine wichtige Grundlage für unseren Erfolg als Tourismusregion. Wir haben ehrgeizige Ziele. Wir möchten zum Null-Emissions-Landkreis werden und sind damit auf einem guten Weg, denn schon heute wird der gesamte Strombedarf unseres Landkreises aus regenerativen Energien gewonnen. Die Aktivitäten der Bioenergieregion gehen letztlich zurück auf die sogenannte lokale Agenda, die hier im Kreis Cochem-Zell stattfand. Das ist etwa 10 Jahre her. Um das vorhandene Biomassepotenzial zu aktivieren und tatsächlich nutzbar zu machen, suchte der Landkreis externe Unterstützung und fand diese beim IFAS am Umweltcampus Birkenfeld. Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement begleitet die Region Cochem schon seit 2005. Wir haben angefangen mit einem Stoffstrommanagement-Konzept. Mithilfe dieses Konzeptes konnten mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Beispiele sind etwa die Holzhackschnitzelheizung im Schulzentrum Cochem, bei deren Umrüstung eine 100%ige regionale Wertschöpfung erzielt werden konnte. Oder der Bau einer Biogasanlage in unmittelbarer Nähe zum NATO-Flugplatz Büchel. Diese versorgt bundesweit erstmalig eine Bundeswehrliegenschaft mit ihrer Abwärme. Erfolgreiche Projekte wie diese überzeugten weitere Akteure, sich unserem Netzwerk anzuschließen, wie zum Beispiel unsere Premium-Partner, die Sparkasse Mittelmosel und die RWE Deutschland AG. Und auch dazu dient eine solche Partnerschaft, dass wir gemeinsam Dinge erreichen können, die wir als Einzelne niemals könnten, auch nicht vermitteln könnten. Wir sind froh, dass wir im Netzwerk der Bioenergieregion Cochem-Zell mitarbeiten und hier auch gemeinsam dafür sorgen können, die Energiewende vor Ort umzusetzen und hier auch zu unterstützen. Das Netzwerkbüro der Bioenergieregion Cochem-Zell ist die Anlaufstelle für alle Akteure und von hier aus werden alle Maßnahmen und Projekte koordiniert. Hier laufen alle Fäden des Netzwerkes zusammen. In der dreijährigen Projektlaufzeit von 2009 bis 2012 entwickelten sich aus diesem Netzwerk eigenständige Strukturen. Wesentliche Elemente unserer Verstetigungsstrategie sind dabei die Gründung der Energiegenossenschaft Mehr Energie EG, die im Mai 2012 in Zusammenarbeit der Genossenschaftsbanken und den Kommunen aus der Taufe gehoben wurde. Und die Energieagentur Unser Klima Cochem-Zell e.V., die im August 2012 gegründet wurde, um die wichtige Vernetzungsarbeit auch nach dieser Förderperiode fortführen und vielfältige Aktivitäten stärker bündeln zu können. Damit können wir Wertschöpfung in der Region behalten und das ist ein Riesengewinn für den ländlichen Raum. Und wir glauben, dass Cochem-Zell als Vorreiter und Vordenker für viele Regionen ein sehr schönes Beispiel sein kann.